Scheint raus zu sein. Herren des TSV Simbach verlieren gegen den abstiegsbedrohten TSV Friedberg 2 mit 34:36 in eigener Halle und rutschen auf Platz 5 der Landesliga Süd ab. Frei nach dem Motto, ein Pferd springt nur so hoch wie es muss, übersahen es die Innstädter in der ersten Halbzeit, sich einen deutlichen Vorsprung zu erarbeiten. Friedberg nutzte den Beginn der zweiten Spielhälfte für einen gehörigen Zwischensprint und den Anfang vom Ende für Simbachs Siegeschancen. Beide Teams agierten von Beginn an zögerlich. Das Publikum wartete im Traditionsduell der beiden TSV-Vereine auf die Initialzündung von Simbach. Es blieb aber stets ausgeglichen, mit reichlich Toren auf beiden Seiten. Friedberg legte vor und Simbach fast mit Leichtigkeit nach. Es schien, als wäre der Tabellenvierte gegen den Drittletzten zu siegessicher. Entsprechend agierten die Simbacher zunehmend unkonzentriert, vor allem die Defensive wurde regelmäßig von den Gästen ausgehebelt. Die Hausherren behielten trotzdem zum Halbzeitpfiff mit 18:17 die Oberhand. In Halbzeit 2 schwenkte der Zeiger deutlich und frühzeitig in Richtung Friedberg. Nach 40 Spielminuten zogen die Mannen aus der Augsburger Vorstadt auf 20:25 davon und brachten die Hausherren gewaltig unter Druck. Simbach jedoch nicht am Boden. Es wurde noch einmal auf Powerplay umgeschaltet. Mühsam, aber doch auch schlagkräftig kämpfte sich die Mannschaft von Elmar Voll Tor um Tor heran. 10 Minuten vor Ende der Partie waren es nur noch 2 Tore Rückstand und 5 Minuten vor Schluss erzielte Chris Schredober noch einmal den Ausgleich zum 32:32. Im Anschluss war jede Aktion richtungsweisend. Simbach konnte jedoch in den entscheidenden letzten 3 Minuten dieses Spiels nicht mehr mit den notwendigen Toren aufwarten. Friedberg hingegen nutzte die Torchancen konsequent. Spielstand nach 16 Minuten, 34 Tore Simbach, 36 Tore die Gäste aus Friedberg. Simbach verliert entgegen allen Erwartungen und rutscht nun von Platz 4 auf Platz 5 der Landesliga Süd.